Herzlich willkommen, Dr. Freisleben. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit für mich haben. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt und ich freue mich auch vor allem wieder, jemanden aus der Praxis zu haben. Wir möchten heute nochmal über Impfnebenwirkungen sprechen. Ich hatte schon vorher Gesprächspartner aus der Praxis und Sie haben gestern im Thüringer Landtag auch darüber gesprochen. Und ich habe angefangen, ich habe Ihr Buch gelesen, das bald veröffentlicht wird. Mit großem Interesse. Aber vielleicht wollen Sie sich noch schnell selbst vorstellen. Ja, erstmal danke ich Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu diesem Interview. Ja, ich bin hausärztlicher Internist. Ich habe ursprünglich mal auf einer Infektionsabteilung, damals die größte Infektionsabteilung Deutschlands, gelernt, bin dort zum Internisten ausgebildet worden. Ich bin nun seit 37 Jahren in Berlin, im Wedding, in dem ehemaligen Arbeiterviertel und heute noch sehr bunten Viertel mit vielen Migranten und vielen Menschen, die jetzt zugezogen sind, auch jungen Menschen, dort tätig. Ja, mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß, aber das letzte Jahr und die letzten 2 Jahre waren ja sehr stark von Corona geprägt. Und ja, und da gibt es aber auch vieles, was ich vielleicht gerne auch anderen Menschen mitteilen würde. Es war ja von Anfang an oder in der Öffentlichkeit war es nicht, glaube ich, so spürbar, aber die Impfung an sich war ja von Anfang an im Grunde umstritten oder es gab immer, sagen wir mal, Gegenstimmen auch von Anfang an, die jetzt gerade dadurch, dass die Zulassung, es wurde ja alles sehr teleskopiert, also viele Vorgänge sind nicht so lange geprüft worden, wie man es sich bei anderen oder wie es bei anderen Impfungen war. Es sind einige mRNA-Impfungen vorher auch schon gescheitert, also im Bereich zum Beispiel bei HIV, dann auch in der Krebsforschung war es nicht so einfach und erfolgreich. Und daher gab es eigentlich auch vorher schon einige Stimmen, die gesagt haben, es können verschiedene Nebenwirkungen auftreten. Das wurde eigentlich meistens negiert. Also man ist davon ausgegangen, dass die Impfung keinerlei Einfluss haben kann auf die DNA, dass sie nicht den ganzen Körper betrifft. Also diese vielen Dinge, die so aufgekommen sind oder wo es Sorge gab, die sind eigentlich ja, reduziert worden auf einen kleinen Pieks. Und deshalb interessiert es mich besonders, wie war es denn jetzt? Also in der Praxis, hatten Sie Nebenwirkungen oder können Sie eigentlich sagen, dass es so war, wie die Politik es angenommen hat, oder haben Sie was anderes erlebt? Also so wie Sie es beschrieben haben, Sie haben es sehr treffend beschrieben. Auch ich hatte, sagen wir mal, die Bedenken, weil die mRNA-Impfung in so kurzer Zeit entwickelt worden ist, dass es ja da sehr wachsam zu sein und hatte aus dem Grund auch mir vorgenommen, als es dann mit dem Impfen losging, dass ich mich auf die Menschen beschränke, die jetzt über 60 sind, wo man annehmen würde, dass sie vielleicht nicht mehr so eine gute Immunität haben, vulnerable Patienten, und habe das erstmal bei den jüngeren Patienten zurückgestellt. Es war ja auch anfangs noch so, dass die Jüngeren noch nicht dran waren, aber ich habe das von vornherein dann auch nicht weiter Jüngeren angeboten, weil ich fand, dass es ja im Verhältnis stehen muss, nicht? Die Möglichkeit sozusagen daran zu sterben, die Gefahr, und auf der anderen Seite einen bisher weitgehend unbekannten Impfstoff einfach jetzt auszuprobieren. Da habe ich mich dann so entschieden gehabt. Und ich muss sagen, in der ersten Zeit, ich habe also 350 Menschen zweimal geimpft in den ersten Monaten. Das waren eben, wie gesagt, das war diese Altersgruppe oder diese Gruppe auch der Vulnerablen. Und die Menschen waren ganz, hatten sich schon lange Zeit selbst isoliert. Es waren ja 4, 5 Monate Isolation vorher, in der sie gelebt hatten. Das heißt, die kamen eigentlich wie befreit in die Praxis, wollten unbedingt geimpft werden.
und haben uns sogar Geschenke mitgebracht und jetzt so das Gefühl, jetzt können wir endlich wieder ins Leben gehen. Das war ja auch das Versprechen gewesen, nicht? Jetzt, wenn endlich die Impfung da ist, dann können wir wieder den Lockdown auflösen und dann könnt ihr wieder ins Leben gehen. Und so war es dann auch erstmal diese Begeisterung bei den Menschen. Ich habe sie von vornherein auch länger in der Praxis gelassen nach dem Impfen, weil ich mir dachte, nee, also eine Viertelstunde, das finde ich viel zu kurz für so was Neues. Gott sei Dank ging es bei mir gut soweit. Aber bereits im Mai hatte ich ja, den ersten Schreck bekommen. Es war ein Patient, der 62 Jahre alt bisher bei mir eigentlich nur zur Behandlung des Hypertonus, des Bluthochdrucks bekommen, hat eigentlich nur Medikamente gebraucht, ab und zu mal vielleicht eine Kleinigkeit, war aber sonst sehr gesund. Und der kam aus dem Krankenhaus nach mehrfachen Thromben im Bauchraum und im Brustraum nach einer AstraZeneca-Impfung. Und das Erste war schon mal, dass die Klinik gar nicht den Zusammenhang mit der Impfung im Bericht geschrieben hatte. Das war schon mal das Erste. Zweite war, dass er nach 6 Tagen schon entlassen wurde. Man hatte ihm dann blutverdünnende Medikamente gegeben bei der ersten Untersuchung. Dann hatten sich die Thromben auch wieder soweit aufgelöst und die Laborwerte hatten sich gebessert. Er wurde dann entlassen. Und nach kurzer Zeit bekam er Kopfschmerzen. Ich hatte ihn dann zum CT geschickt, zum MRT wollte ich ihn schicken, er wollte aber kein MRT aus, weil er eine Klaustrophobie vor diesen Dingen hat. Und dann haben wir ein CT gemacht und da war nichts zu sehen. Das Ganze wiederholte sich dann nochmal. Er wurde in ein Krankenhaus geschickt, weil er so heftige Kopfschmerzen übers Wochenende bekommen hatte. Und auch dort wurde ein CT gemacht und es wurde nichts gesehen. Und einen Tag später bekam ich einen Anruf von dem Neurochirurgen, dass er verstorben ist an einer Sinusvenenthrombose, die man sozusagen einen Tag später mit einem MRT festgestellt hat. Und das hat natürlich, das ist ja merkwürdig, dass das vorher nicht gesehen wurde, dass obwohl er blutverdünnende Medikamente hatte, dann nochmal so eine Thrombose entwickelt hat. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das muss ja doch offensichtlich damit zusammenhängen, dass er kein Cortison bekommen hatte, weil eben diese Gerinnungsstörungen sehr stark durch Autoimmunprozesse ausgelöst werden. Also ein anderer Mechanismus ist wie bei anderen Blutgerinnungsstörungen. Und habe mir dann vorgenommen, wenn irgendwie so etwas wieder passiert oder sagen wir mal anbahnt, dass ich dann das nächste Mal doch auch Cortison einsetzen würde in so einer brenzligen Situation. Aber was hat Sie denn darauf gebracht, dass, also diese Sinusvenenthrombose war ja praktisch zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt. Doch, sie war, also sie, es wurde schon darüber gesprochen. Okay. Es war gerade so dieses Stadium, es wurde gesprochen und dann haben aber die Politiker gesagt, nein, das ist aber so selten. Dann haben sie sich noch vor laufender Kamera impfen lassen, um zu zeigen, der Bevölkerung so schlimm ist der Ast, der Wirkstoff, also der Impfstoff ist durchaus in Ordnung. Das hat man nachher revidiert, ja. Aber das war in dieser Zeit war das. Und das habe ich natürlich schon, ich habe jede Nebenwirkung sehr genau registriert, die da berichtet worden ist. Das hatte ich mitbekommen und das war für mich auch der erste Gedanke, als er diese starken Kopfschmerzen hatte und also dem jetzt nachzugehen. Und das Erschütternde war auch, selbst der Neurochirurg, der ihn gesehen hat, der war auch beeindruckt davon, aber über die Impfung wollten sie beide nicht so richtig sprechen. Und ich habe auch den Arztbrief nie bekommen darüber, also einen Entlassungsbericht. Und ich hatte schon da den Eindruck, irgendwo in den Kliniken möchte man dieses Thema am liebsten gar nicht berühren. Ja. Und es ging dann weiter. Ich habe also innerhalb von, ja. Darf ich noch was kurz fragen, damit ich Ja. das verstehe? Also normalerweise, wenn man eine Venenthrombose bekommt, oder ich sage jetzt mal in dem Fall der Impfung, ist es aufgrund einer Autoimmunreaktion. Und deshalb, wenn ich Cortison geben würde, würde es sich verändern. Und Ja. normalerweise sonst würde ich eine Sinusvenenthrombose bekommen, weil ich aufgrund von anderen Dingen
praktisch Blutgerinnsel im Körper bekomme, die dann irgendwann sich verselbstständigen. Ja, also die Sinusvenenthrombose ist eine extrem seltene Thrombose. Die ist nur unter der Impfung, in dem Zusammenhang mit der Impfung, so häufig geworden. Ja, die ist sonst so, ist eine absolute Rarität. Ich habe die zuvor in meinem, bin jetzt fast 40 Jahre, war ja 40 Jahre Arzt, ich habe es nie erlebt. Ja, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Kam immer eher mal im Rahmen von Schwangerschaften, Gerinnungsstörungen rum um die Schwangerschaft und dann, sagen wir mal, prädisponierenden Faktoren, nicht? Wie, das, da kam das also in Frage mal. Aber ansonsten war das, kam das eigentlich nicht vor. Und was man noch dabei bedenken muss, es war ja so merkwürdig, dass man das trotz Kontrastmittelgabe zuvor beim CT nicht gesehen hat, weil da hätte man normalerweise eine Thrombose ganz gut sehen müssen. Und es scheint aber doch zu sein, das waren auch damals schon die ersten Berichte, die es gab, auch aus der Pathologie in kritischen Fällen, dass sich in den kleinsten Gefäßen diese Thromben, also das heißt in den Kapillaren bilden und dann aufstauen. Ja, und das passte eigentlich dazu, dass man das vorher so im CT nicht gesehen hatte. So plötzlich, das muss sich also allmählich in einem Autoimmunprozess dann doch relativ schnell zum Schluss aufgebaut haben. Das hat mir schon mal so einen ersten Eindruck von dieser Möglichkeit der Krankheit gegeben. Nun muss man sagen, AstraZeneca, also diese Art von Thrombose ist jetzt, nachdem man AstraZeneca jetzt nicht mehr gibt, nicht mehr so aufgetreten. Aber Thrombosen sehr wohl. Ich habe also in damals 6 oder 7 Thrombosen gehabt, also Thrombosen, Lungenarterien, Embolien. Ich habe dann nachher Gesichtslähmungen gesehen. Und ich habe dadurch, dass ich diese erste Erfahrung gemacht hatte, war ich sehr wachsam, habe jeweils recherchiert, wann sie geimpft worden sind, ob ein Zusammenhang sein könnte. Und dann war mein zweites einschneidendes Erlebnis, dass ein Patient, der zwar als Krebspatient war, also ja, er hatte einen Lungenkrebs, war aber in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich hatte ihn also mit Mistel behandelt und er kam immer ganz fröhlich in die Praxis. Da war überhaupt also im Moment gar nicht abzusehen, dass er sich verschlechtern würde. Und er hatte sich plötzlich rapide verschlechtert. Da hatte meine Helferin, es war ein Angehöriger von meiner Helferin, die hatte mir gesagt, Doktor, helfen Sie dem, der stirbt so, wenn das so weitergeht. Ja, was ist denn? Ja, er war im Krankenhaus gewesen, er ist plötzlich apathisch geworden, hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken. Und er war im Krankenhaus und man hat dann gemeint, ja, dass dieser Zustand, der müsse wohl damit zusammenhängen, dass er mal vor ein paar Monaten eine Hirnbestrahlung gekriegt hat. Und sie hatten eigentlich keine Erklärung dafür. Ja? Und dann habe ich gesagt, aufgrund dieser Erfahrung, so, jetzt geben wir diesen Mann hochdosiert Cortison, Punkt, aus. Es gibt ja nichts mehr zu verlieren. Und dann habe ich das gemacht und nach 3 Tagen stand er bei mir in der Praxis. Es war ein also unglaublich. Ja, also er ist wieder aufgestanden, er hat wieder getrunken, hat wieder normal geredet, hat wieder sich konzentrieren können und so weiter. Dann hatte ich den damit behandelt. Nachdem ich mit dem Cortison rausgeschlichen war, kriegte er nochmal so eine Verschlechterung. Dann habe ich dann nochmal so eine Behandlungsphase gehabt. Kurzum, er ist das Problem dann losgeworden, tatsächlich. Und aufgrund dieser Erfahrung habe ich dann weiter behandelt. Und da habe ich auch eine junge Frau, 17 Jahre alt, eine Auszubildende, die auch von ihrer Chefin genötigt war oder gedrängt wurde, sich impfen zu lassen. Die hatte dann eine Gesichtslähmung und eine Halbseitenlähmung mit also einer deutlichen Schwäche im Arm und im Bein, war sehr apathisch auch und die war im Krankenhaus gewesen, man hat das nicht klären können, hat sie wieder nach Hause geschickt und ich habe sie dann auch mit Cortison behandelt. Das hatte erst in den ersten Tagen noch keine Wirkung. Dann hatte ich ein bisschen Bedenken, habe sie nochmal in die Neurologie geschickt. Die haben sie am gleichen Tag wieder rausgeschickt und meinten, das sei eine Dissoziation, also ein Zustand, in dem sie selber sich reinsteigert in eine Krankheitssituation, in der sie gar nicht so sei. Und es war schon auch damals so, als der Krankentransporteur sie abholte, hat er auf den Einweisungsschein geguckt und sagt, Impfnebenwirkungen, die gibt es doch gar nicht. Ja, also das kennzeichnet so die allgemeine Stimmung, die da so war. Ja?
Kurzum, auch dort hat sie das Gleiche erlebt. Sie sollte sich doch nicht einbilden, dass das was mit der Impfung zu tun habe. Ja, und dann hat aber wirklich die Behandlung nach ein paar Tagen wirklich gegriffen. Und ich hatte nach 10 Tagen einen ganzen frischen, jungen Menschen vor mir, der sich wieder erinnern konnte. Und der sagte, ich habe mich gefühlt wie eine Leiche. Sie konnte sich gar nicht richtig erinnern. Gut, was war das Ganze? Das habe ich mir inzwischen eben auch durch Berichte, die ich so aus dem Internet gefunden habe, also nicht aus offiziellen medizinischen Berichten, eine Erklärung, dass das offensichtlich eine Gehirnhautentzündung gewesen sein muss, im Sinne aber auch dieser Endothelitis, dieser Durchblutungsstörung. Das war meine Theorie zumindest dabei, weil sie hatte keine deutlichen Entzündungszeichen, die man sonst normalerweise findet. Das war also der Einstieg und ich habe schon im September letzten Jahres 20 Fälle gehabt, bei denen ich auch mit der Behandlung zum großen Teil Erfolg hatte und habe das dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet und der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Ich habe die Fälle genau beschrieben, auch wie ich Ihnen das gerade sagte, diese Beobachtung, die ich da gemacht habe, die Dosis, was ich gegeben habe, welche Laborwerte ich hatte und so weiter. Ich habe keine Antwort drauf bekommen, mag vielleicht verständlich sein, weil sie sehr viel zu tun haben, aber zumindest ist mir damals schon aufgefallen, dass dieses Syndrom in den meisten Fällen eine Kombination war aus verschiedenen Symptomen, die sich zusammengestellt haben, so ähnlich wie man das bei Post-Covid auch hat. Und auf diese Ähnlichkeit mit Post-Covid habe ich dann auch diesen Gremien dann darauf hingewiesen. Und das hat sich dann auch weiter so dargestellt, dass eigentlich ein Komplex aus, ja, vielleicht 20, 30 Symptomen dieses Krankheits, das ist ein neues Krankheitsbild, was wir bisher noch nicht kannten. Es hat beispielsweise, es geht mit Sehstörungen einher, mit Schwindel einher, mit sehr starken Kopfschmerzen, mit Atembeklemmungen, mit Herzrhythmusstörungen, mit brennenden Gefühlen in der Muskulatur oder in der Haut, dann mit Gelenksbeschwerden, rheumatisch ähnlich wie rheumatische Erkrankungen. Also ein ganzer Strauß von Symptomen, der da zusammenkommt. Und das hat auch mit dazu geführt, oder dieses neue Krankheitsbild ist von den vielen Kollegen, selbst wenn sie sich bemüht haben, nicht verstanden worden. Weil wenn ein Patient normalerweise zu uns kommt und sagt, ich habe es hier oben und ich habe es da unten und ich habe es da, dann denkt man ja, was ist mit dem? Das ist eher psychisch, ja, weil da gibt es ja eigentlich keinen Zusammenhang, den ich mir medizinisch erklären kann. Und so war es auch dabei. Und nun haben aber die Erklärungsmöglichkeiten, aber nur, wenn man quasi aufmerksam ja, die Alternativen oder sagen wir mal nicht offiziellen Quellen angezapft hat und hat sich da informiert, dann hat man zunehmend mehr Informationen drüber bekommen. Und auch die Betroffenen, die ich dann kennenlernte, hatten mir manchmal wichtige Hinweise diesbezüglich geben können. Das heißt, damit ich es verstehen kann, es sind eigentlich immer entzündliche Prozesse gewesen. Also kann man sagen, dass immer ein entzündlicher Prozess dahinter steht und sie deshalb mit Cortison dann auch Erfolg hatten? Also, Oder das sind hat es sich lauter Unterschiede? den Eindruck hatte ich anfangs und es war auch so, dass es Cortison anfangs sehr häufig geholfen hatte, aber auch nicht immer. Und inzwischen wissen wir sehr, sehr viel mehr darüber, was es sonst ist. Gibt verschiedene Dinge, die sich dabei überlagern und Cortison ist durchaus auch nicht bei jedem geeignet. Und es gibt auch andere Therapieprinzipien. Das habe ich dann aber auch erst mit der Zeit mitbekommen und ich habe auch den Eindruck, dass sich das Syndrom mit der Zeit ein bisschen gewandelt hat. In der Zeit sind ja die Menschen zwei- oder dreifach geimpft worden, gerade also nach der Boosterimpfung. Und da hat sich der Charakter der Krankheit ein bisschen geändert aus meiner Sicht. Das, sagen wir mal, ja. Es ist schwer zu sagen, die Kausalität ist so oder so. Dazu haben wir zu wenig Forschung, wissenschaftliche Begleitforschung oder wir haben ja keine wissenschaftliche Begleitforschung gehabt.
Wir wissen zum Beispiel aber doch von Pathologen, und auch diese Pathologen, das sind zwei alte Herren, die jetzt sozusagen nochmal angefangen haben zu forschen, weil sie von Angehörigen angesprochen worden waren, dass also ihre Angehörigen dann nach der Impfung gestorben sind. Die sollen doch bitte mal nachschauen. Und da haben sie nachgeschaut und haben da Veränderungen gefunden, die eigentlich sonst so richtig nicht beschrieben worden sind. Die sind zwar bei Covid so ähnlich beschrieben worden, aber nicht nach dem Impfstatus. Und die haben mir auch wichtige Hinweise gegeben, was eigentlich da passiert. Und was wir schon wissen, ist, dass diese Spikes, von denen es anfangs ja hieß, die würden nach ganz kurzer Zeit wieder aus dem Körper verschwinden, da wusste man, dass diese Spikes, das haben die Pathologen festgestellt, in den kleinsten Gefäßen vor allen Dingen sich in die Gefäßwand setzen, dort Autoimmunreaktionen auslösen und dann zu kleinsten Verstopfungen führen können, bis zur Gewebsauflösung kann das gehen, auch tatsächlich auch, dass große Gefäße sich auflösen, wenn das ein sehr massiver Prozess ist. Das war sozusagen bei den Verstorbenen so zu sehen. Aber ich habe mir dann gesagt, gut, bei den Lebenden wird das wahrscheinlich ein Prozess sein, der nicht ganz so massiv ist, aber der dennoch den gleichen Mechanismus hat. Sodass man also Endothelitis heißt ja eigentlich Entzündung der Innenauskleidung der Gefäße, aber es ist keine eitrige oder virale Entzündung, sondern es ist ein Autoimmunkomplex, der sich da bildet. Und das erklärt auch, warum die typischen Laborwerte, die man sonst hat, da nicht drauf ansprechen. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Also wir werden ja noch ein paar mehr Interviews machen und auf andere Fälle eingehen. Ich wollte dich auch fragen, man hat am Anfang ja auch angenommen, dass das Immunsystem darunter leiden könnte unter der Impfung oder dass sich das Immunsystem reduziert, auch mit der Anzahl der Impfungen. Manche haben gesagt, dass das angeborene Immunsystem belastet wird. Merken Sie denn jetzt in der Praxis, dass die Menschen öfter erkranken zurzeit oder würden Sie sagen, es ist eigentlich alles wie immer und auf das Immunsystem können Sie im Moment nicht wirklich sagen, dass es einen Einfluss hatte? Also, das ist ein komplexes Thema. Auf das Immunsystem hat es ganz sicher, oder sagen wir mal so, das Immunsystem ist sehr viel schlechter geworden, reagiert schlechter. Das kann man im letzten halben Jahr deutlich sagen. Im Übrigen muss ich sagen, gerade die Boosterimpfung im Winter, die also aus infektiologischer Sicht sowieso nicht angebracht war, weil sie A, direkt in die, in das, in das Hauptsächlich Hauptgeschehen eingegriffen hat, da wo es eigentlich am Höhepunkt war. Und das bedeutet, wenn ich in der Zeit impfe, dann induziere ich auch sehr viel durch die Evolution des Erregers sehr viel Variationen. Und das heißt, der Erreger versucht sozusagen dem Impfstoff auszuweichen, ja, und mutiert. Das war also von vornherein infektiologisch schon keine gute Idee. Dazu kommt auch noch, dass das ja der Impfstoff noch kodiert war auf die Wuhan-Variante und gar nicht auf die damals schon Delta oder dann kommende dominierende Omikron-Variante. Das heißt, im Grunde genommen muss man sagen, aus meiner Sicht sind die Menschen eigentlich umsonst geimpft worden. Ja, das kann gar nicht diesen Effekt gehabt haben. Und was ich aber gemerkt habe, dass ungeheuer viele kurz nach der Impfung krank geworden sind und Corona gekriegt haben. Das war also wirklich eine ganz, ganz große Anzahl, auch andere Erkältungskrankheiten. Da muss man ja sagen, die Gürtelrose hat ja sehr stark zugenommen. Das Das sind auch Zoster ebenso. Herpesinfektionen. Ja, Herpesinfektionen haben sehr stark zugenommen. Also da sieht man einfach schon an der Häufigkeit, dass sich was geändert hat. Aber ich habe diese Veränderung auch am Immunsystem im Blut feststellen können. Und zwar ganz massiv. Ich weiß nicht, sollen wir Nö, das. also das wollte ich eigentlich dann auch noch mal für die nächsten Male aufheben, aber generell, also wenn jetzt auch jemand Bedenken hat, kann man so sagen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, jetzt in den nächsten Winter sich als allererstes mal darauf zu besinnen, dass man wieder sein Immunsystem
stärkt, gerade wenn man auch geimpft ist. Also, dass man jetzt nicht sagt, ich muss ja nichts mehr tun, weil ich bin geimpft, sondern dass man vielleicht all diese Dinge, die man früher gemacht hat, um das Immunsystem zu stärken, wieder aufnehmen sollte. Ja, natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist also, dass wir von der Lebensweise angefangen, dass wir viel in der Natur sind, dass wir auch das Vitamin D wieder mal ein bisschen ins Visier nehmen und auch Obst essen, Gemüse und all diese Dinge, die so ein Immunsystem dann auch wirklich fördern. Aber da gibt es einen grundsätzlichen Gedanken nochmal dabei. Die Impfungen können ja nur humoral wirken. Die können ja gar nicht über die Schleimhäute, nicht? Also der Vorteil in einer normalen Infektion ist, dass ich über die Schleimhäute hat mein Körper den Erreger kennengelernt und wenn der das zweite Mal über die Schleimhäute reinkommt, dann kennt er ihn und kann ihn relativ schnell beseitigen. Diesen Vorteil haben Geimpfte nicht. Ja, den kriegen sie erst, wenn sie das erste Mal Corona gekriegt haben. Den Vorteil, den man meint, der Impfung zusprechen zu können, da kann ich auch sagen, das mag wirklich in einigen Fällen durchaus so sein, ist, dass wenn die Menschen in eine Situation kommen, wo sie eine schlechte Immunität haben, der das Virus nicht beseitigen konnte und die Spikes in einer meistens zweiten Phase wieder sehr die Oberhand gewinnen, dann können Antikörper gegen die Spikes auch den Menschen vor einem schwereren Verlauf schützen. Das halte ich selber für eigentlich eine sehr begrenzte Gruppe, für die das eigentlich zutrifft. Und für die meisten anderen trifft im Grunde genommen zu, dass das Immunsystem, das natürliche Immunsystem, so viele Vorteile hat, zumal jetzt, wo wir ja die Omikron-Variante haben, dass ich jetzt mit einem Ratschlag zur Impfung sehr, sehr, sehr zurückhaltend bin. Super. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich freue Ja, mich schon, wenn gerne. wir noch ja, die verschiedenen Richtungen, also mich würden andere Nebenwirkungen auch noch interessieren, wenn wir also da immer mal wieder in die verschiedenen Nebenwirkungen, die es gibt und auch die Lösung. Also es soll ja jetzt auch nicht angsteinflößend sein, sondern wir wollen ja auch Lösungen schaffen. Aber ich Ja. denke trotzdem, dass es ja auch wichtig ist, weil diese Technologie, die mRNA-Technologie, wird ja weiterverwandt. Also ich meine, man ist ja dabei, Impfungen gegen Krebs zu entwickeln. Herpes soll ja auch eine mRNA-Impfung oder hat es schon, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Idee ist ja, da weiterzumachen. Und insofern ist es ja wichtig, dass wir wachsam sind Ja. und achtsam. Und deshalb hat es mich besonders gefreut. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ja, danke schön. Ich danke Ihnen auch.